Ja, da sind wir froh, dass wir Klaus-Rainer Jackisch, unseren Korrespondenten an der Frankfurter Börse, haben. Schönen guten Tag, Herr Jackisch. Ja, schönen guten Tag, Herr Bauer. Herr Jackisch, dann beginnen wir mal mit der Lufthansa. Da haben wir eben Carsten Spohr, den Vorstandschef der Lufthansa, gehört. Das klingt ein bisschen wie ein Hilferuf für eine gesamte Branche und all ihre Zulieferer. Ist das richtig so? Ja, in der Tat. Die Luftfahrtbranche ist ja seit vielen Jahren in einem sehr, sehr scharfen Wettbewerb. Wir erinnern uns an die Billig-Airlines, die aufgetreten sind, die gesamte Branche natürlich massiv aufgemischt haben und hier insgesamt dazu geführt haben, dass die Gewinne, die eingefahren werden, insgesamt relativ gering sind. Das heißt, die Rücklagen sind nicht allzu hoch. Und das ist natürlich in einer solchen Krise umso schlimmer, weil man natürlich jetzt vor allem Rücklagen braucht. Und unterm Strich wird das bedeuten, dass die Großen der Branchen das einigermaßen vielleicht wegstecken können im günstigsten Fall, wenn die Krise nicht allzu lange anbelangt. Und dazu gehört sicherlich die Lufthansa und die Lufthansa-Gruppe. Dazu gehören sicherlich auch die Air France, KLM und sicherlich auch British Airways und Iberia. Aber ob das nun alle Gesellschaften hier in Europa überstehen können, insbesondere die kleineren, da kann man sicherlich ein großes Fragezeichen dran machen. Und man muss sicherlich auch sagen, dass auch in der Lufthansa-Gruppe es durchaus einige Fluglinien gibt, die durchaus auch einige Probleme haben. Denken Sie zum Beispiel an Brussels Airlines, das Unternehmen aus Belgien. Das musste jetzt bereits Staatshilfe beantragen, vermutlich 200 Millionen Euro. Die Austrian Airlines ebenfalls ja als Krisenkandidat übernommen, dann recht gut durch die Lufthansa saniert. Aber auch sie hat jetzt erst einmal vorerst ihren Betrieb ganz eingestellt. Also es kann durchaus sein, dass die Lufthansa im Zuge dieser Krise durchaus auch schrumpft und kleiner wird. Und Carsten Spohr hat das ja im Grunde auch schon angedeutet. Hinterher wird alles ganz anders aussehen und die Lufthansa wird vermutlich kleiner werden, als wie es jetzt ist. Und möglicherweise werden da doch deutlich mehr Airlines tatsächlich auch noch Staatshilfen in Angriff nehmen müssen. Gucken wir mal auf das große Ganze. Die Europäische Zentralbank hat heute Nacht, gestern Abend noch ein sogenanntes Corona-Notprogramm aufgelegt, will Anleihen über 750 Milliarden Euro kaufen. Können Sie uns das einordnen? Erstmal vielleicht, was wird da passieren, rein praktisch? Also die Europäische Zentralbank hat sozusagen in gewisser Form ihr Anleihekaufprogramm, das ja viele Jahre gelaufen ist, das dann unterbrochen wurde und seit einiger Zeit wieder aufgenommen worden ist, im Grunde massiv aufgestockt. Was sie tut, ist im Anleihen kaufen auf dem Sekundärmarkt im Wesentlichen. Bei dieser Aufstockung handelt es sich um Unternehmensanleihen, aber auch teilweise um Wertpapiere aus dem öffentlichen Raum. Nicht so stark Staatsanleihen, wie sie früher stark gekauft worden sind. Und dieses Volumen von 750 Milliarden Euro, das ist natürlich massiv und im Grunde in dieser Form selten zuvor so angewendet worden, weil diese Summe kommt ja nur noch auf das drauf, das Volumen auf das, was ohnehin schon beschlossen ist. Und das wollen wir uns mal anschauen. Die EZB kauft ja im laufenden Programm ohnehin schon Staatsanleihen in diesem Jahr und natürlich auch andere Anleihen im Wert von 240 Milliarden Euro. Vergangene Woche wurde diese Summe noch mal erhöht um 120 Milliarden Euro. Jetzt kommen noch mal 750 Milliarden Euro drauf. Das macht unter dem Strich 1,11 Billionen Euro. Und in der Hinsicht, wenn man das einmal so sieht, ist es im Grunde das größte Notprogramm, was die EZB in ihrer rund 20-jährigen Geschichte hier auf den Weg bringt. Diese Summe ist nämlich fast halb so hoch wie das Geld, was im Zuge des ausgelaufenen Anleiheprogramms investiert worden ist. Das sind 2,6 Milliarden Euro. Aber während dieses Geld jetzt in einem Jahr ausgegeben wird oder in die Märkte gepumpt wird, war das andere Geld über einen Zeitraum von 5 Jahren gestreckt. Und das zeigt einmal mehr, wie massiv und welche Dimensionen hier mittlerweile in Gang geraten sind. Hinzu muss man auch sagen, dass die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, in einem Twitter-Account heute recht deutliche Worte auch gefunden hat, um diese Maßnahme zu unterstützen. Und wenn man sich die Wortwahl mal genau anschaut, dann erinnert das doch sehr stark an die Worte ihres Vorgängers Mario Draghi, der ja im Zuge der letzten Finanzkrise seine bekannten Whatever it takes Worte genannt hat, mit der er damals die Eurokrise in den Schach bekommen hat. Also die Wortwahl ist schon sehr ähnlich, natürlich nicht gleich, kann sie auch nicht machen, aber das zeigt einmal, mit was für Dimensionen wir hier im Moment zu tun haben und wie massiv die EZB hier im Moment in die Märkte eingreift. Also, Jack, ich habe noch einige Fragen. Also 1,1 Billionen Euro, das klingt schon sehr stark nach whatever it takes. Da bleibt die Frage, was ist das Ganze jetzt wert aus Ihrer Sicht?
Ja, und da fangen im Grunde die Probleme an. Bislang haben diese Maßnahmen letztendlich die Finanzmärkte nicht überzeugen können. Das ist ja letztendlich erst einmal der große Sinn. Man möchte erst einmal die Talfahrt an den Aktienmärkten, allein der deutsche Aktienindex hat in den letzten 2 Wochen rund 40% an Wert verloren. Man möchte natürlich diese Talfahrt erst einmal stoppen. Und wenn wir uns den DAX jetzt ansehen, dann sehen Sie, das gelingt nicht so richtig. Der war zwar heute Morgen mal kurz im Plus, aber jetzt gibt es wieder ein dickes Minus von 68 Punkten. Bei 8.372 Punkten. Hinzu kommt, dass es auch Probleme am Anleihemarkt gibt. Der ist weitgehend ausgetrocknet, weil dort nämlich viele Anleger im Moment ihr Geld abgezogen haben. Das heißt, dieser Anleihemarkt, der funktioniert nicht. Und man will natürlich mit diesen massiven Maßnahmen die Märkte beruhigen. Man will hier Geld in die Märkte pumpen, damit genug Liquidität da ist, damit es hier nicht zu Engpässen kommt. Und man will natürlich die Banken in eine Situation bringen, auch durch andere Maßnahmen, die letzte Woche schon bekannt gegeben worden sind, dass sie flüssig genug sind und dass sie dieses Geld auch nehmen, um tatsächlich nun auch günstige Kredite zu vergeben. Glauben Sie denn, Herr Jakisch, dass das Ganze dann greift oder wird das am Ende doch auch verpuffen? 1,1 Billionen, naja, so richtig leicht wird das nicht verpuffen können, aber doch. Na, das Problem ist natürlich, und das ist das zentrale Problem, was vermutlich viele noch nicht so richtig verstanden haben. Diese Krise jetzt ist natürlich anders in ihrer Struktur als die letzte Finanzkrise, als die Geldpolitik sehr, sehr massiv eingegriffen hat, sozusagen die EZB die Feuerwehr gespielt hat und im Grunde auch der wichtigste Akteur war, der im Grunde uns zwar nicht ganz, aber weitgehend aus dieser Krise herausgebracht hat. Damals waren die Banken in einer Schieflage, damals war es so, dass gegen den Euro spekuliert wurde und damals war es eben auch so, dass es zu finanziellen Engpässen an den Märkten gekommen ist und damit konnte man natürlich wunderbar mit Mitteln der Geldpolitik gegensteuern und das hat die EZB ja auch sehr erfolgreich getan. Dieses Mal allerdings ist diese Krise ganz anders strukturiert. Wir haben ja im Moment gar keine Bankenkrise. Wir haben auch im Grunde gar kein Liquiditätsproblem. Was wir im Moment haben, ist ein massiver Ausfall sowohl bei der Nachfrage als auch beim Angebot. Um es konkret zu machen, in so einer Situation, wo nun auch Arbeitslosigkeit droht, kaufen natürlich die Menschen nicht mehr ein. Sie können teilweise auch in Europa gar nicht mehr einkaufen oder ausreichend einkaufen, weil natürlich die Ausgehsperren da sind. Und zum anderen ist natürlich die Produktion weggebrochen, weil Lieferketten unterbrochen sind, weil zum Beispiel Waren aus China nicht mehr kommen. Wir wissen, dass die Automobilindustrie ihre Bänder nun zum Stillstand bringt. Und in so einer Situation helfen eigentlich geldpolitische Maßnahmen auf den ersten Blick gar nicht so viel. Was man hier braucht, sind finanzielle Spritzen, die vom Staat kommen oder von den Ländern, von den Nationalstaaten kommen. Und zum Glück hat die Europäische Union und haben natürlich viele Länder auch massive Konjunkturprogramme aufgelegt. Aber aus Sicht der Börse ist das noch nicht ausreichend genug. Und die EZB kann das alles im Grunde nur abpuffern, sozusagen hier ein bisschen Salbe auf die Wunde schmieren, damit das Ganze so einigermaßen das Gefüge nicht auseinanderbricht. Was die EZB allerdings schon im Blick hat, ist die Sorge, dass möglicherweise aus dieser Produktionskrise, aus dieser Nachfrage- und Angebotskrise eine Finanzkrise entstehen könnte. Und da gibt es leider auch erste Anzeichen. Ich habe schon gesagt, der Anleihemarkt ist ausgetrocknet. Es gibt Probleme teilweise in anderen Bereichen, wo es zwar keine Liquiditätsengpässe gibt, aber wo zum Beispiel die Renditen von Staatsanleihen wieder stark hochgehen. Auch ein Krisenszenario, wie wir es in der Eurokrise gesehen haben. Das alles möglichst schnell zu unterdrücken und zu unterbinden, das ist der Hauptsinn dieser Aktion der Europäischen Zentralbank. Und in diesem ganzen Szenario muss man letztendlich diese Maßnahme sehen. Ja, sehr spannend. Vielen Dank, dass Sie uns das alles eingeordnet haben. Zum Schluss, uns läuft leider ein bisschen die Zeit weg, aber doch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wir haben ja viele Zuschauer, die werden entweder Aktien haben oder Fonds oder Lebensversicherungen. Wie hoch sind die Risiken jetzt für das Gesparte oder Investierte? Also die Risiken sind leider sehr hoch. Die Verluste sind natürlich zum Teil einfach da. Jetzt zu verkaufen am Aktienmarkt wird auf jeden Fall Verluste einbringen. Seriös zu sagen, was man jetzt tun soll, kann, glaube ich, keiner, der im Moment die Finanzmärkte beobachtet, weil man einfach nicht weiß, wie sich diese Krise weiterentwickelt. Man muss es beobachten. Viele werden sicherlich auch am Anleihemarkt Verluste einfahren, weil dort Unternehmensanleihen nicht mehr bedient werden kann. Und die große Sorge ist, dass vor allen Dingen der Versicherungssektor einen schweren Schlag bekommt und dann möglicherweise eben auch die Altersversorgung einen schweren Knacks bekommt. Stichwort Lebensversicherung oder Pensionskassen. Das ist die große Sorge, die seit Jahren vernachlässigt wird.
vernachlässigt wird und durch diese Krise einen richtigen massiven Schlag bekommen könnte. Und da muss sich, glaube ich, so manch einer, vor allen Dingen auch auf staatlicher Seite, mal überlegen, wie das weitergehen soll. Klaus Rainer-Jackisch, vielen Dank für diese Einschätzung einerseits von der Frankfurter Börse, aber andererseits auch des gesamten Geschehens, was wir da erleben insgesamt. Danke Ihnen. Sehr gerne.